Ich werde heute Abend zu diesem komplexen Thema Buddhismus und europäische Philosophen ja mir nichts sagen können, als ich sagen kann. Es ist wirklich ein komplexes Thema. Es ist mittlerweile eine sehr breite und lange Geschichte. Ich werde deswegen nicht die vorgesehenen 1,5 Stunden auf Sie einreden. Ich werde Ihnen einiges einmal darlegen mit Schwerpunkten, die ich gleich nennen werde. Und danach kann dann vielleicht, wenn bei Ihnen Fragen sind, einiges geklärt werden, worauf ich nicht eingehen konnte oder nicht zur Genüge eingehen kann. Denn wir haben es mittlerweile doch mit einer schon recht langen Geschichte zu tun. In den 1840er Jahren beginnt langsam in Europa der Buddhismus zu etwas zu werden, was wahrgenommen wird. Bevor ich dazu nun ein wenig etwas sage zur Vorgeschichte, wie können Philosophen sich überhaupt mit dem Buddhismus beschäftigen, ist eine wichtige Einschränkung angebracht. Wir sagen hier so selbstverständlich, und ich werde das auch den ganzen Abend weiter tun, der Buddhismus. Den Buddhismus, jetzt den oder der gesperrt geschrieben, den gibt es, wenn man die Sache wissenschaftlich betrachtet, nicht, behaupte ich jetzt einfach mal boshafterweise. Irgendwelche DWU-Funktionäre würden mir widersprechen und sagen, natürlich gibt es den, und es in der Verfassung der österreichischen buddhistischen Religionsgesellschaft steht, der Buddhismus ist eine einheitliche Religion. Ich vermag es nicht recht zu glauben, und die buddhistischen Schulen können sich über sehr viele zentrale Punkte überhaupt nicht einigen, basieren auf sehr unterschiedlichen Quellen. Ja, die heiligen Schriften des südlichen Buddhismus, die in Sri Lanka gelesen werden, die haben zwar inhaltlich Eingang gefunden in den chinesischen und japanischen Kanon, sind aber nicht im tibetischen Kanon. Und es ist also eine Situation, die sehr schwer macht zu sagen, der Buddhismus. Aber es ist fast etwas leichter im Christentum. Die Bibel ist der Quelle von allen, da streitet man sich über Übersetzungsfragen und andere. Im Buddhismus ist schwieriger. Trotzdem, für die Zeit, über die ich jetzt mit Ihnen spreche, können wir durchaus sagen, der Buddhismus, weil alles, was heute unter diesem Namen firmiert, wurde gemeinsam wahrgenommen in der frühen Phase, von der wir jetzt einmal sprechen. Man hat noch nicht differenziert, das ist eine Sache. Und zum anderen, und insofern finde ich das schon gerechtfertigt, auch, dass wir von dem Buddhismus sprechen. Ich sage das nur, um bewusst zu machen, dass wir hier nicht genügend differenzieren. Der sogenannte Buddhismus oder der Buddhismus kommt ja aus einer historischen Wurzel und ist da herausgewachsen und hat doch Motive, die in alle Richtungen und alle Länder, die er sich verbreitet hat, irgendwie verfolgbar und erkennbar sind, trotz unterschiedlicher Schwerpunktsetzungen. Und insofern ist es doch ein wenig gerechtfertigt, der Buddhismus und die europäischen Philosophen. Um 1840 beginnen die also den Buddhismus als etwas überhaupt Existierendes wahrzunehmen. Das ist etwas verwunderlich und ist etwas spät, wenn man sieht, wie lang schon Kontakte bestanden haben Europas in die verschiedensten Gegenden Asiens hinein. Handelskontakte, man war in China unterwegs, Jesuitenmissionare waren in China unterwegs und haben berichtet über den Buddhismus. Händler waren in Thailand unterwegs und haben berichtet über den Buddhismus, was wir heute Buddhismus nennen. Die haben, Marco Polo hat schon im 13. Jahrhundert berichtet über den Buddhismus. Und gut, die sagten nicht Buddhismus. Die gebrauchten Bezeichnungen, die sie dort hörten, und man hielt das zunächst einmal in Europa für unterschiedliche Religionen aus unterschiedlichen Richtungen. Es war ein sehr langer Prozess des Mutmaßens, dass irgendwelche Schiffskapitäne, Missionare und andere sich sagten, der, von dem man da spricht in
Ceylon, der seinen Fußabdruck auf dem Adams Peak hinterlassen hat, und der, von dem man da spricht, in China, der dort Fo genannt wird und so irgendetwas erzählt hat von alles ist Leiden und da muss man entfliehen, und der, von dem sie in Thailand sprechen und der, von dem man da in Japan hört, das könnte derselbe sein. Das könnte dasselbe sein. Und jetzt war ein langer Prozess zunächst einmal des Widerstandes dagegen, unter anderem von christlichen Theologen, aber auch von sehr vielen Asienkundlern, Orientalisten, die sich zunächst einmal geweigert haben, das Ganze in Zusammenhang sehen zu wollen. Weil das hätte eine ganz verheerende Konsequenz gehabt. Und die hatte es dann auch, als man es begonnen hat, zusammen zu sehen. Es wäre plötzlich etwas, ja, Europa gegenübergestanden, das sich an kultureller Bedeutung mit dem Christentum hätte messen können. Das Christentum als eine in vielen Ländern, damals schon vielen Weltgegenden verbreitete Religion, das Christentum als eine Religion mit entwickelter Literatur, mit Klosterwesen, mit hochentwickelter Kunst, wurde als etwas, ja, wirklich Einzigartiges gesehen. Ansonsten gab es ja in Afrika gab es Stammesreligionen und in Asien ja hoffentlich auch so Regionalkulte. Da kann nicht so eine gemeinsame Sache wirklich da stehen. Und so hat es gedauert von ersten Informationen, die man sehr viel früher hatte, bis ja um 1840, bis in die 1840er Jahre, dass der große Schock kam. Es gibt so etwas wie den Buddhismus, der hat irgendwann einmal in Indien begonnen, wo es ihn nicht mehr gibt, ganz parallel zum Christentum, nur früher, der das in Palästina begonnen hat, wo es dann irgendwie verschwunden ist und das sich über einen großen Teil der Erde ausgebreitet hat. Es war ein Schock, und dass es so etwas überhaupt gibt, dass das Christentum sozusagen, so haben es viele empfunden, einen östlichen Schatten hat und auch einen Stifter, und das soll auch noch früher gewesen sein. Es gab also zunächst einmal eine ganze Reihe von Versuchen von Asienkundlern wie Theodor Kern und anderen, das wegzudiskutieren. Das Ganze ist ein Irrtum. Ein Irrtum ist, dass es diesen Buddha überhaupt gegeben hat. Das ist ein Astralkult, irgendein personifizierter Stern, wo sich dann irgendwelche Mythen weiter verbreitet hat. Man hat sich sehr, sehr lange versucht, dagegen zu wehren, dass das Ganze überhaupt existiert. Und als man es nicht mehr konnte, ja, blieb nichts anderes übrig, als sich intensiv damit auseinanderzusetzen. Und über einige der frühen Auseinandersetzungen wollen wir jetzt ein bisschen hören und ein bisschen Gedanken machen in dem Ganzen. Und ja, diese 1840er Jahre, wo man dann tatsächlich irgendwie beginnt, Buddhismus als das zur Kenntnis zu nehmen, was es ist, und als eine Gesamterscheinung, die sind dann markiert durch die beiden großen Namen Hegel und Schopenhauer, die sich damit beschäftigen werden. Aber das Ganze hat eine gewisse Vorgeschichte schon im 17. und 18. Jahrhundert. Das möchte ich nur etwas streifen, weil man dann noch nicht wirklich so dieses Bewusstsein vom Buddhismus als einer ganzen Sache hat. Aber man hat dann natürlich zurückgegriffen auf frühere Bewertungen von Einzelerscheinungen des Buddhismus. Und der erste, der da wirklich fundiert drüber nachgedacht hat, was es damit auf sich hat, mit einer Buddhismusvariante, von der er aus China erfahren hat, war der wirklich bedeutende, große Gottfried Wilhelm Leibniz, der das bahnbrechende Verdienst hat, einer der ersten zu sein, die wirklich Dinge, die außerhalb Europas geschehen sind, ernst genommen haben.
Leibniz hat eine sehr umfangreiche Korrespondenz mit Jesuitenmissionaren, die in China waren, ihr hinterlassen. Wir können heute lesen, wie er wirklich alles haarklein wissen wollte, was da in China geschieht. Er war ganz begeistert von der konfuzianischen Philosophie. Er hat gefordert, es müssen asiatische Missionare nach Europa kommen, so wie europäische nach Asien gehen. Er hatte nicht den Buddhismus, er hatte den Konfuzianismus und Daoismus im Auge. Aber das war ein Mann, der sehr weit gedacht hat und er bis heute Folgen hat. Seine Beschäftigung mit dem I Ching hat ja dann zu dieser binären Mathematik geführt, auf der später die Computerleute aufgebaut haben. Also eine bahnbrechende interkulturelle Persönlichkeit schon im 17. Jahrhundert. Aber fatalerweise war er in seinen Urteilen über den Buddhismus auf die jesuitischen Gewährsleute angewiesen, die von Anfang an, also schon der erste Jesuitenmissionar Matteo Ricci, der Jahrhundert vorher in China war, hat den Buddhismus als etwas Negatives gesehen. Die konfuzianischen Gewährsleute haben ihm das auch gesagt. Das ist etwas Fremdes, was hier eingedrungen ist. Und die sprechen vom Nichts und vom Nirvana und von der Leerheit und von, das ist etwas, ja, die haben zölibatäre Geistliche als Führer. Das ist also Familienstruktur zerstörend und all die anderen Dinge auch. Und das war etwas, was das Buddhismusbild von Leibniz geprägt hat. Und Leibniz hat 1697 in seinem Buch Novissima Sinica, also Sinica, wo es um, ja, Neues aus China kann man das übersetzen, wo es um Dinge geht, die er reflektiert, die er von den Jesuitenmissionaren erfährt, die Lehre des Fo, also des Buddha, definiert, dass der Buddha lehren würde, das ist die zentrale Aussage, dass er auf das Nichts als das erste Prinzip aller Dinge alles zurückführt. Also alles ist auf das Nichts als das erste Prinzip aller Dinge zurückzuführen. Und dieser Satz hat die fatale Folge. Kant wird ihn lesen und weiterspinnen, wie wir gleich hören werden. Hegel wird ihn lesen. Dieser Satz, die Buddhisten führen alles auf das Nichts als erstes Prinzip aller Dinge zurück, wird lange das, ja, Minusvorzeichen in der Beschäftigung der europäischen Philosophie mit dem Buddhismus sein. Für Leibniz war das ganz schrecklich, das Nichts. Kommen wir vielleicht erst dazu, wie kamen seine jesuitischen Gewährsleute dazu, ihm zu sagen, das Nichts. Da geht es im Wesentlichen um zwei Lehren, die nicht ganz korrekt verstanden werden, die vor europäischem Hintergrund verstanden werden. Das eine ist die Lehre vom Nirvana. Nirvana heißt wörtlich Erlöschen, im Buddhismus in der Regel gemeint als das Erlöschen von Gier, Hass und Verblendung, als Befreiung, aber auch in vielen Textstücken als Erlöschen der Persönlichkeit, wie wir sie kennen, als einer egozentrierten Persönlichkeit. Der zweite Begriff, um den es dabei ging, war die Shunyata, die Leerheit. Wir können nicht den ganzen Buddhismus hier darlegen. Ich glaube, auch wenn Sie hier im Hause verkehren, sind Sie mit diesen Dingen recht gut vertraut. Aber einfach ein Satz für die, die es vielleicht nicht sind unter uns. Bei dieser Idee der Leerheit geht es darum, dass alles Existierende, auch ein Lebewesen wie Sie und ich, das bedingt entsteht und vergeht und keinen festen Kern hat, aus dem heraus es ist, ja, ebenso existiert wie nicht existiert, ebenso leer wie bedingt entstehend ist. Das sind immer zwei Seiten natürlich einer Münze. Buddhismus sagt nicht, alles ist nichts, alles muss erlöschen. Es ist ein ausgewogenes Betrachten. Aber diese Idee des Erlöschens, zu nichts werden, oder diese Idee, ja, Dinge sind leer von einem Eigensein, waren ein tiefer Schock für Leibniz. Leibniz hat
ja, an die Monade gedacht. Es gibt so etwas wie einen festen, in Anführungszeichen, Kern aller Wesen, jedes Wesens und Dings. Leibniz stand der berühmte Satz, ein berühmter Satz ist, den habe ich jetzt nicht gemeint, dass wir in der besten aller Welten leben. Gott hat die Welt perfekt geschaffen. Aber dazu, dass Gott die Welt perfekt geschaffen hat, gehörte für Leibniz dazu, dass es, wie er schreibt, keine Zwischenräume in der Schöpfung gibt. Es gibt keine Leerstellen. Alles ist wunderbar ausgefüllt von etwas. Es ist nirgendwo eine Nische, wo ein Nichts dazwischen ist. Also das Nichts, das Nichtsein, das Vergehen ist ein Horror in Gottes Schöpfung nicht vorgesehen. Also das denkt nur der Teufel. Jetzt lehren diese Buddhisten, alles kommt aus dem Nichts. Und das Nichts ist das erste Prinzip aller Dinge. Damit wird das ganze Sein zum Nichtsein. Die wunderbarste aller Welten steht auf tönernen Füßen. Das war für Leibniz also ganz unmöglich und darum kommt er zu dieser Negativwertung. Außerhalb Europas passieren wunderbare Dinge. Leibniz schreibt nach den Zaren von Russland, wird du Vermittler zwischen der asiatischen Welt und der europäischen Welt. Aber der Buddhismus nicht. Nein, das ist für Leibniz die Konfrontation mit dem Nichts. Man fällt in einen Abgrund. Das wollen wir nicht haben. Das ist also einmal, was mit Leibniz beginnt, dieses Missverständnis des Buddhismus als einer Totalnegation von allem. Das zweite aber ist, wenn ich den Satz noch einmal sage, Leibniz schreibt, alles ist auf das Nichts als das erste Prinzip aller Dinge zurückzuführen, lehrt der Buddha. Das zweite, gravierende Irrtum, konnte man aber damals nicht anders machen, wir kommen gleich drauf, ist die Idee, dass der Buddhismus so etwas wie ein erstes Prinzip aller Dinge lehrt. Aber ein europäisch geprägter Philosoph oder Theologe konnte gar nicht anders denken, da werden wir auch gleich sehen, das pflanzt sich fort, dass es ein erstes Prinzip geben muss. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Es gibt ein erstes Prinzip. Aristoteles, der erste unbewegte Beweger, der die Welt anstößt. Es gibt ein erstes Prinzip, aus dem alles kommt. Es gibt den Anfang. Wird man dem Buddhismus überhaupt nicht gerecht mit der Idee, dass es den Anfang gibt. Im buddhistischen Denken gibt es keinen Anfang. Es gibt Zyklen, es gibt Entwicklungen, es gibt Werden, es gibt Kommen und Gehen. Aber es gibt nicht den Punkt Alpha und den Punkt Omega. Es gibt nicht die Schöpfung aus dem Nichts und vorher war eben nichts Geschaffenes. Gott war schon und alles in ihm. Und es gibt das erste Prinzip im europäischen Denken. Und man fragt nach dem ersten Prinzip. Das ist uns, deswegen missverstehen wir den Buddhismus als Europäer auch ständig und immer wieder, weil wir dieses Denken eingeprägt in uns haben. Es gibt etwas Erstes. Die ersten Griechen, die angefangen haben zu denken, ich meine jetzt als Philosophen, Griechen haben schon vor griechische Philosophen gedacht, aber die ersten Griechen, die angefangen haben zu denken, haben sich Gedanken gemacht, das ist am Anfang aller Dinge. Es kommt alles aus dem Wasser, kommt alles aus dem Feuer, kommt alles aus irgendeinem Geistprinzip. Es muss im europäischen Denken immer ein Urprinzip geben. Wir denken in Anfängen und Enden. Und das ist also das, wie man den Buddhismus von Anfang an betrachtet hat, dass man sagte, der Anfang, der Buddhismus lehrt als Anfang das Nichts. Irgendwo wird man das finden, dass Dinge aus dem Nichts heraus entstehen und dass Nichts das erste Prinzip ist. Und diese Sache, dass man Anfänge suchen will im Buddhismus und so den Buddhismus irgendwie erklärt, ist mir vorhin eingefallen, als Christoph Spitz den Erich Frauwallner erwähnt hat, einen ganz bedeutenden, bahnbrechenden Indologen, der viel geleistet hat in der Erforschung der buddhistischen Philosophie, aber in dessen Philosophiebuch Philosophie des Buddhismus findet sich die interessante Analyse, dass der Buddha ein sehr inkonsequenter Denker gewesen sei. Weil einmal sagt er,
das Leiden kommt aus dem Nichtwissen. Ein anderes Mal sagt er, das Leiden kommt aus irgendeinem anderen Faktor. Der kann sich nicht entscheiden, was das erste Prinzip ist. Wenn man daran hat, in Indien kein Mensch gedacht, dass man irgendwelche ersten Prinzipien, aus denen alles kommt, aufstellen muss. Also das ist ein gängiges Muster bei Leibniz 1697 zum ersten Mal und pflanzt sich seither fort. Die Buddhisten müssen auch sowas wie ein erstes Prinzip haben und schon wird man ihnen damit nicht gerecht. Kant hatte seinen Leibniz wohl gut gelesen, aber er hatte nicht nur seinen Leibniz gut gelesen, Immanuel Kant. Er war ja nicht nur als Philosoph bekannt in seiner Zeit. Er hat ja seine eigene Philosophie nie gelehrt in Königsberg, aber etwas, was er gelehrt hat aufgrund eigener Forschungen, ist die physische Geografie. Das heißt, er hat Studenten über andere Kontinente erzählt. Kant hat nun sein Bild vom Buddhismus einmal sozusagen geerbt von Leibniz mit dem Nichts. Andererseits hat er aber alles gelesen, was er bekommen konnte von Schiffskapitänen und anderen Leuten, die so in der Welt unterwegs waren, um für seine Geographievorlesungen Stoff zu haben. Und er macht sich nun auch schon einmal genauere Gedanken, auch noch nicht dieses allumfassende Bild sehen, wo der Buddhismus überall ist und wie, aber das, was er da schon fassen kann, und sagt wie Leibniz, ich habe mal jetzt ein Zitat hier aus der physischen Geografie von Kant, der sagt, dass das Nichts der Ursprung und das Ende aller Dinge sei. Sind wir mal schon ein bisschen weiter, es ist nicht nur der Ursprung, also das Nichts ist Alpha und Omega. Und Kant fährt weiter. Weshalb Fühllosigkeit und Entsagung auf einige Zeit gottselige Handlungen sind. Ich habe das Zitat leicht gekürzt. Fühllosigkeit und Entsagung sind gottselige Handlungen. Jetzt beginnen so einige Mosaiksteine zusammenzukommen. Kant liest bei seinen Schiffskapitänen und Missionaren und Reisenden, dass denen buddhistische Mönche irgendwas erzählen von Entsagung, von Verzicht, von die Welt verlassen. Und auch davon, dass man Geduld wahren muss und einige andere Dinge, dass man nicht sich emotional gehen lassen, sondern achtsam beobachten soll. Und Kant schließt daraus, ja klar, wenn alles aus dem Nichts kommt, als Ursprung, und das Nichts auch das Ende aller Dinge ist, es ist ja völlig überflüssig, dass man sich aufregt, ungeduldig ist, oder überhaupt irgendwas empfindet. Fühllosigkeit, also ist das, was die Leute dort wollen. Und Entsagung, also, da letztlich alles auf nichts gegründet ist und zu nichts führt, ziehe man sich aus der ganzen Sache zurück. In der Folge, das streife ich nur, wird dann sehr viel nachgedacht und es entstehen sehr viele Vorurteile. Woher kommt denn sowas, in Anführungszeichen, Verrücktes? Keiner sagt es so deutlich, aber wie kann man sich so verrennen? Und dann kommt so als ein Erklärungsmuster, es ist das Klima. Es ist in Indien so heiß, also Johann Gottfried Herder, ein großer Mann, auch mit seiner Offenheit für andere Kulturen, nennt den Buddhismus das Erzeugnis heißer Klimate, wenn es zu heiß ist, dann haben ernsthafte Leute nachgedacht früher darüber, dass Gedanken entstehen aus dem Klima. Wenn es zu heiß ist, fühle ich mich nicht so zur Tat hingezogen, es hat auch alles weniger Sinn. Ich werde ruhiger, ich werde meditativer. Fühllosigkeit und Entsagung liegen mir näher und so kommt es dann von dieser Lehre als Nichts im Anfang und im Ende. Es ist ein Erzeugnis heißer Klimate, aber was bei Kant zum ersten Mal schön rauskommt, das Ganze hat eben eine ethische Konsequenz. Fühllosigkeit
Entsagung. Er spricht von der Entsagung aller Arbeit in dem Zusammenhang Kant. Also die ethische Konsequenz aus dem Nichts ist, ja, dass man nichts tut. So schöne Zitate wie bei Gautama, dem Buddha: Nicht lehre ich die Untätigkeit, sondern die Tat und solche gravierenden Dinge, das zum achtfachen Pfad, die vollkommene Anstrengung gehört und solche Dinge, die konnten so, auch wenn man das schon kannte, dann lange Zeit unter den Tisch fallen, weil alles unter das Nichts als Ursprung und Ziel aller Dinge gereiht wurde. Nachdem also hier die Vorlage durch Leibniz und Kant gegeben war, war es für Hegel nun schon eine völlig klar gegebene Sache und Situation, dass alles aus dem Nichts kommt für den Buddhismus und alles ins Nichts hineingeht. Und jetzt nur als kleines Beispiel, das ist keine philosophische Aussage, aber in seinen Vorlesungen zur Naturreligion beschreibt Hegel eine Buddha-Statue. Ich weiß nicht, was er gesehen hat. Ich könnte mir vorstellen, irgendein Bild von einem indischen Yogi. Aber er sagt, der Buddha wird dargestellt, ganz versunken und so weiter, und dann hat er das Bein oben und eine Zehe im Mund. Und diese Zehe, die er da im Mund hat, ist ein an sich selbst saugen, also sich ganz zurücknehmen aus dieser Welt, wie er nur Schein ist, weil alles aus dem Nichts kommt und alles ins Nichts geht. Ich sage das nur als Beispiel, das ist jetzt keine ganz unphilosophische Sache, aber wie man, sobald die falschen Prämissen da sind, alles einordnet aus einem, sieht man ein Bild von einem indischen Yogi oder was auch immer, man ordnet alles ein in das Muster, das man hier einmal gefunden hat und das Muster, das hier einmal gefunden wurde. Und so kann Hegel, ja nun schon mehr Quellen hat und mehr weiß über den Buddhismus, so eine Gegensätzlichkeit irgendwie schaffen und auch etwas, ich sag's jetzt vorsichtig, so etwas herausarbeiten oder einen Blick darauf werfen, dass das hier nicht ganz ungefährlich ist, was der Buddhismus uns zu liefern hat, weil er nämlich letztlich mit diesem Nichts, dem er alles unterlegt, eine zerstörerische oder eine zersetzende Komponente in ein Gemeinwesen hineinbringen kann. Hegel hatte ja die Idee, wie er das aber so schön schreibt, auch, dass die geistige Sonne, die Sonne des Geistes, geht im Osten auf. Also Hegel anerkannte, in Indien haben die Leute lange vor uns hier in Europa gedacht. Aber es ist eben, deswegen ist den Vergleich mit dem Sonnenaufgang, wenn die Sonne aufgeht, ist es eben noch nicht ganz hell. Erst 12 Uhr mittags wird es ganz hell. Und die Sonne kommt von Osten langsam eben nach Westen. Und da hat sie den Höchststand. Und parallel ist es eben auch mit dem Denken. Das Denken beginnt zwar im Osten. Die griechischen Philosophen mögen beeinflusst sein von früheren Dingen, die die Menschheit in Indien oder anderswo in Asien gedacht haben. Aber all das ist rudimentär. Das sind Versuche. Das ist noch nicht da. Deswegen, das ist noch nicht die Höhe des Denkens, die erst im Westen erreicht worden ist. Und vor diesem Hintergrund nun ist die ganze Geschichte mit dem Buddhismus ja ohnehin irgendwo überholt. Aber sie ist nicht nur überholt, sie ist mit dieser Betonung auf das Nichts auch gefährlich. Und Hegel tut nun auch einen tieferen Blick und erkennt bereits irgendwie, ich muss die Dinge ja sehr, sehr, sehr raffen wegen unserer beschränkten Zeit, aber erkennt bereits irgendwie, dass der Buddhismus man kann es ja kaum verstehen als Europäer in jener Zeit so richtig, dass der Buddhismus von so etwas wie Zyklen spricht. Also diese Sache mit dem Anfang und dem Ende doch irgendwie relativiert, weil es da mehrere Anfänge und Enden zu geben scheint. Und das
ist nun etwas, was den Buddhismus zusätzlich wieder suspekt macht, dass er für Hegel kein Verständnis von Geschichtlichkeit hat. Es geht ja bei Hegel alles darum, dass sich Entwicklung in dialektischen Schritten vollzieht und dass es sozusagen so etwas wie einen ewigen Fortschritt gibt. Es gibt einen ewigen Fortschritt. Der Weltgeist, Gott hat irgendwann diesen Weltprozess angestoßen. Und es gibt einen ewigen Fortschritt aus an Erkenntnis. Es hört nicht auf. Für Hegel ist ja auch der christliche Sündenfall eine Erfolgsgeschichte, wie er mal irgendwo das so ähnlich ausdrückt, weil der Mensch wird vertrieben, dann muss er was tun. Es geht aufwärts. Es gibt eine Aufwärtsentwicklung, und weil der Weltgeist in dieser ganzen Aufwärtsentwicklung steht, ja, kann es eigentlich immer nur ein Aufwärts geben. Wer vor diesem Hintergrund nun Dinge liest, wie Welten entstehen und Welten vergehen wieder und aus den vergangenen, auf Basis der vergangenen Welten entstehen neue Welten, Wesen leben, sterben, werden wiedergeboren und sterben wieder. Wer also da mit diesen Zyklen sich plötzlich konfrontiert sieht, der erlebt natürlich das, was für Leibniz der Horror des Nichts, das Schauern am Nichts ist, dem verschwimmt die eigentliche Entwicklung, in der er steht. Also wir müssen sehen in Europa, wir haben nach 2000 Jahren Christentum, wo das noch einmal zementiert wurde, aber auch schon vorgeprägt war in anderen Dingen, nach 2000 Jahren Christentum ein Weltbild, dass Gott die Welt geschaffen hat. Irgendwann wird es das jüngste Gericht geben. Es gibt Anfang und Ende. Zwischendrin ist eine lineare Entwicklung. Die hat einen Höhepunkt, in dem Jesus auf Erden war. Und alles läuft dann auf den Endpunkt, wo er wiederkommt. Und das war dann die Welt gewesen. Danach gibt es einen neuen Himmel und eine neue Erde. Es geht also noch eine Stufe aufwärts, wo die Heiligen mit verklärtem Leib leben werden. Dass da plötzlich nun gesagt wird, es gibt ständig Welten. Eine vergeht und eine entsteht. Es gibt immer wieder Buddhas, mehrere. Und man findet den Anfangspunkt nicht und den Endpunkt nicht und den Zentralpunkt nicht. War eine erschütternde Katastrophe. Wer so dachte, der kann nur am Sonnenaufgang des Denkens gewesen sein. Ein bisschen was hat er schon geahnt mit Anfängen und Enden, aber er war noch nicht am eigentlichen Punkt des Denkens angelangt. Also für Hegel ist das die große Erschütterung, wenn irgendwer das nun ernst nehmen könnte in Europa mit dem Buddhismus. Es ist etwas Überholtes und man hätte eigentlich gar nicht gedacht, dass es irgendwer ernst nehmen könnte, wenn nicht Hegels Zeitgenosse Schopenhauer gewesen wäre. Sein Zeitgenosse und sein Kontrahent und, ja, könnten wir mal sagen, der erste Mann des umfassenden Denkens. Schopenhauer ist nicht unproblematisch in vielen Dingen, aber der erste Mann des umfassenden Denkens, der den Buddhismus ernst genommen hat und den schließlich so ernst genommen hat, dass er sagte, ich bin ein Buddhaist. Also Schopenhauer ist tatsächlich, meines Wissens, ich habe nie was Früheres gefunden, der erste Deutsche, der sich als einen Buddhisten bezeichnet. Schreibt auch in Briefen so schöne Dinge wie, dass er seine Buddha-Statue gehabt in seiner Frankfurter Wohnung, dass er da Weihrauch anzündet davor und dass er den Buddha da stehen hat, damit man sieht, wer in diesen heiligen Hallen herrscht. Schopenhauer hat alles zusammengetragen, was in Europa, er konnte ja auch viele Sprachen lesen, was in Europa veröffentlicht wurde über Buddhistisches, und er hat 1854 in der zweiten Auflage seines kleinen Büchleins über den Willen in der Natur
23, für die damalige Zeit gigantisch, 23 Werke über Buddhismus konsultiert, die in Latein irgendwelche Berichte über Buddhismus, Französisch, Englisch, damals vorlagen und hat ja ein Bild vom Buddhismus gezeichnet als einer Lehre, die von wiederholten Weltentstehungen und Weltvergehungen spricht, hat nicht Angst davor gehabt, wie Hegel, für den das ja etwas Überholtes und nicht mehr in unsere Kultur Passendes kam. Aber das ist nun die Sache bei Schopenhauer. Aber er hat das nicht durch ein Studium buddhistischer Quellen geleistet, sondern Schopenhauer ist eigentlich, und das stellt er auch völlig erstaunt fest, von sich aus drauf gekommen. In den ersten Werken, wo Schopenhauer spricht darüber, dass es zyklisches Weltentstehen und Weltvergehen eigentlich geben muss und dass es keinen Anfang und kein absolutes Ende geben kann, indem er spricht davon, dass aufgrund dieser Willenssituation, und ich vereinfache es jetzt stark, wenn der Mensch gestorben ist, dann noch Willensreste sind, dass es da sowas wie eine Wiedergeburt geben muss, dass er sich Gedanken über diese Dinge gemacht hatte. In den 1830ern schon hatte er noch keinerlei Kenntnis über buddhistische Quellen. Und als er das dann in den buddhistischen Quellen erstmals systematisch dargestellt sieht, war er völlig erschüttert, dass er da Bestätigung findet durch etwas, und das wusste er dann damals schon zu seiner Zeit, 1854, dass etwas, was die Menschen in China und in Indien und in Japan und in Siam und in Tibet und Tibet hielt er für das Hauptland des Buddhismus oder Papst des Buddhismus säßen, dass er also mit all diesen Menschen übereinstimme, war für ihn eine, er hat damals noch euphorisch gedacht, er hat alle Chinesen addiert und so euphorisch gedacht, der Buddhismus übertrifft die Christen zahlenmäßig um ein Vielfaches. Ist natürlich nicht so. Buddhismus ist eher die zahlenmäßig eine relativ kleine der großen Weltreligionen. Aber für Schopenhauer war das damals die große Bestätigung und hat sich sehr intensiv in diese Dinge hineingelesen und hat anhand buddhistischer Ideen dann auch immer wieder eine Idee des Christentums entwickelt. Also sozusagen einen Anti-Hegel hier konzipiert. Angeblich hat er ja auch manchmal, als sie gemeinsam gelesen haben, an der gleichen Uni, hat er zur gleichen Zeit wie Hegel seine Vorlesung angesetzt. Hegel war immer voll, kam ja auch Karl Marx und all die Leute zu Hegel hören. Zu Schopenhauer kam dann keiner und er fühlte sich bestätigt, dass die Menschheit noch nicht, die europäische Menschheit, im Unterschied zur asiatischen, noch nicht reif ist für diese Ideen. Aber er hielt sie für erheblich, ja, ich soll sagen, auch tröstlicher als das Christentum. Und da war er der Erste der Philosophen. Für die anderen war das ja irgendwie schrecklich, nichts und oder dann zyklisches Entstehen und Vergehen, da kann man nichts fassen. Schopenhauer schreibt, es ist tröstlich, diese vielen Welten und diese vielen Leben, die man hat und diese vielen Buddhas, die erscheinen. Da hat man Chance auf Befreiung, da hat man Chance, dass irgendwas geschieht. Wie grausam die Idee, eine Welt, ein Leben, nicht bei Paulus, sondern eine Welt, ein Leben, einmal erscheint ein Christus und zeigt den Weg und wer von dem nichts hört und sich an ihn nicht anhängt, der, also er ist der Erste, der eine dezidiert und umfassend positive Wirkung des Buddhismus zeichnet und, wie Sie ja wahrscheinlich wissen, eine ganz große Wirkung dann hat, so etwas wie die erste Buddhismuswelle nicht nur im deutschen Sprachraum, auch in ganz Europa auslöst, beeinflusst von Schopenhauer, beginnt Richard Wagner sich mit dem Buddhismus zu beschäftigen, bezeichnet sich auch als Buddhist, zeitweilig. Es ist nur eine Phase bei ihm, beginnt eine Buddha-Oper zu schreiben, die er leider nicht abgeschlossen hat. Und viele, viele andere Künstler und Intellektuelle im Zuge dann Schopenhauers vollziehen eine positive
Abwertung des Buddhismus. Es ist auch viel Schwärmerei damals dabei, was den Buddhismus angeht. Und komme jetzt zur nächsten Station in dieser Beschäftigung mit dem Buddhismus, der nächsten wesentlichen Station. Und die ist markiert durch den Namen Friedrich Nietzsches. Nietzsche ist ja ursprünglich einmal von Schopenhauer ausgegangen, war ja der ursprünglich auch mit Wagner befreundete Nietzsche, das dürfte oft Gesprächsthema gewesen sein, solche Dinge. Nietzsche ging ursprünglich von Schopenhauer aus, hat aber dann, ja, wie Sie wissen, zu seinen ganz eigenen Ideen gefunden, Schopenhauers Idee einer Willensverneinung, was bei Schopenhauer so ein bisschen parallel ist, man verneint seinen Wille, man verneint seine Gier, diese Dinge, was Schopenhauer versucht hat, so auch mit dem Buddhismus in Einklang zu bringen, diese Dinge hat Nietzsche später verworfen. Ganz im Gegenteil, bei ihm wird der Wille etwas sehr Wesentliches, bei ihm wird dann auch die gegebene Welt etwas sehr Wesentliches und Nietzsche verwirft völlig das Christentum als eine, mit seiner Ethik, als eine Sklavenmoral treibende Religion. Und wenn man es aus heutiger Perspektive sähe, würde man dann vielleicht meinen, dass Nietzsche auch in diesem Zug aufgrund der Ethik, die der Buddhismus entwickelt hat, seiner Mitleidsethik und andere Dinge, den Buddhismus verwirft. Aber das Gegenteil ist der Fall. Wenn Schopenhauer und Wagner gesagt haben, sie sind Buddhisten, dann haben wir bei Nietzsche ein schönes anderes Zitat. Er hat einmal geschrieben, dass er der Buddha Europas sein könnte, weil er das weiteste und das umfassendste Wesen hätte. Also da ist Buddha dann schon einmal positiv konnotiert, wenn man das so sieht. Aber ja, warum diese positive Wertung und dieses positive Herausstellen des Buddhismus, was wir in Nietzsches Werk immer wieder finden. Nietzsche hat den Buddhismus letztlich auch, der von Ethik spricht und von, dass man den Schwächeren helfen muss und ich weiß nicht was, auch verachtet als eine Sklavenreligion letztlich. Aber sein Bild vom Buddhismus war, kleines Zitat, der Buddhismus ist 100-mal kälter, wahrhafter und objektiver als das Christentum. Und weil dem so ist, könnte ein Buddhismus, das war Nietzsches Idee, beitragen zu einer Kritik und Überwindung des Christentums. Über Nietzsche findet man nun immer wieder mal in seinen Schriften zur Moralkritik und solchen Überlegungen die Idee, wir brauchen sowas wie einen europäischen Buddhismus. Europa muss buddhistisch werden. Dieser Buddhismus muss nach Jahrhunderten auch wieder weggeworfen und überwunden werden. Aber der Buddhismus taugt, um erst einmal das Christentum loszuwerden. Warum taugt der Buddhismus, um das Christentum loszuwerden? Nach Nietzsche taugt er deswegen, weil der Buddha schon erkannt hat, was Nietzsche erkannt hat, auch Gott ist tot. Für den Buddha spielen Gott und die Götter keine Rolle mehr. Der Mensch ist auf sich gestellt, er bewirkt durch Dinge, die er lässt und Dinge, die er tut, seine eigene Befreiung. Es ist eine Religion, die nicht mehr auf Gott oder irgendwelche Götter zentriert sind, so sieht Nietzsche das. Es ist eine Religion, die auf den Menschen, die auf den Menschen zentriert ist und insofern taugt sie also hier, den Menschen erst einmal zu sich zu führen. Nietzsche
der sich mit indischer Geschichte dann auch auseinandersetzt und beschäftigt, sagt er, die haben verschiedene Phasen durchgemacht, die indische, die Entwicklung, und die sind viel weiter als wir in Indien. Hegel drehte sich im Grabe um, als er das las. Die sind weiter in der Entwicklung als wir. Es ist umgekehrt. Am Anfang waren sie weiter, als wir es mittlerweile hier sind. Denn in Indien hat man zunächst, das waren so die Veden, die vedische Zeit, hat man die Götter verehrt und den Göttern geopfert und hat sich hat die Götter um Gunst gebeten, sich in Abhängigkeit zu den Göttern gesehen. Irgendwann haben die Brahmanen sich selber wichtiger genommen, so schreibt Nietzsche, als die Götter, weil da wurden ihre Opfer wichtig, dass die Rituale richtig gemacht werden. Wenn sie das nur richtig machen, dann funktionieren die Götter. Richtiges Ritual, kommt Regen. Gibt zwar die Götter noch, aber es ist das Tun des Menschen, das die Götter zwingt, etwas zu machen. Riesenfortschritt in Indien. Aber dann noch einmal der zweite Fortschritt, von dem Nietzsche spricht, die nächste Phase, der Buddha kommt. Und der Buddha nimmt auch Abschied von den Göttern. Es mag sie geben, sie können mir nicht helfen, ich selber muss um meine Befreiung ringen und muss schauen, wie ich zu meiner eigenen Befreiung komme. Und da ist eben ein wesentlicher Punkt, dass Nietzsche sagt, der Buddhismus kann uns hier auch helfen mit dieser ganzen christlichen Sentimentalität von Nächstenliebe und von all diesen Dingen fertig zu werden. Sie kennen das Grundmuster von Nietzsche. Ich setze immer voraus, jeder kennt das Grundmuster von Nietzsche. Ich vereinfache sehr stark. Nietzsche-Kenner werden mich jetzt aufhängen dafür. Aber nur als Hintergrund. Für Nietzsche gibt es starke Menschen, die zum Herrschen berufen sind, und schwache Menschen. Und die schwachen Menschen, die Sklaven, haben natürlich keine Lust, den Starken zu dienen. Also erfinden die Schwachen eine perfide Sache, so etwas wie die erfinden Religionen, die erfinden Götter, diese Götter, und erfinden Gebote für diese Götter. Die sagen, ja, du darfst die Schwachen nicht unterdrücken, du sollst teilen, du sollst all diese Dinge tun. Das ist das, was Nietzsche Sklavenmoral nennt. Nicht nur das Christentum ist für ihn eine solche Erfindung von Sklaven, die ihre Herrschenden unterdrücken wollen. Und das ist negativ. So bleibt die Weltentwicklung stehen, weil für Nietzsche, die Staaten bringen ja die Dinge voran, und die es nicht sind, die sollen gehorchen und sich nicht irgendwelche Dinge einfallen lassen von Gott, der dich im Jenseits straft, wenn du, und so fort. Also der Buddhismus kann für Nietzsche diesem Prozess, dass wir von dieser Sklavenmoral loskommen, helfen. Natürlich schreibt Nietzsche, der Buddhismus, das Christentum, auch in der Sklavenmoral verhaftet. Die haben auch noch Ethik und Schwachen und so. Aber es ist 100-mal kälter und wahrhaft objektiver. Buddhismus wird einmal rein beobachtet. Es wird achtsam rein beobachtet. Es wird für Nietzsche, es wird im Buddhismus durch diese meditativen Verfahren wird über große Reizbarkeit und Sensibilität, wie er schreibt, aus den Leuten herausgenommen. Die sehen klar, die sind klar bewusst, die sind nüchtern. Und dann auch solche Dinge, beispielsweise, dass der Buddha gebietet, man soll gütig sein zu anderen und so weiter, das sagt Nietzsche, ja, verglichen mit dieser christlichen Nächstenliebe-Geschichte, dass du dich aufopfern musst vor anderen und so etwas, ist das, was der Buddha da gibt, eigentlich ein, wie er es nennt, Nietzsche, hygienisches Vorgehen. Wenn ich mich ärgere und aufrege über andere, dann schadet mir das letztlich selber. Und bei Nietzsche wird da mitgeprägt diese Idee dann letztlich, die dann auch im Abendland sehr, sehr lang wirkend war, der Buddhismus ist ein Heilsegoismus. Die sind zwar freundlich zu anderen und schlagen ihnen nicht die Axt aufs Hirn, aber das tun sie alles nur, damit sie selber
in Ruhe gelassen werden, damit sie sich nicht aufregen müssen über irgendwelche Dinge. Es ist ein hygienisches Vorgehen. Findet man oft so Dinge wie hygienisch oder die diätetische Hauptabsicht des Buddha, die Nietzsche erkennt. Es geht also darum, letztlich, sich nicht aufzuregen, sich nicht von anderen aus der Ruhe bringen zu lassen. Schöner Satz auch bei Nietzsche. In der Lehre Buddhas wird der Egoismus Pflicht. Tu das für mich, dass ich befreit werde, dass ich zum Heil komme. Und die Tragik in dieser ganzen Entwicklung, die ich jetzt skizziert habe, müssen auch zu Fragen kommen. In dieser frühen Begegnung des Buddhismus mit maßgebenden Philosophen jetzt hier bei uns in Deutschland, die Hauptauseinandersetzung war tatsächlich im deutschen Sprachraum, also Frankreich und so hängt damit dran. Die haben zum Teil wissenschaftlich mehr geleistet, aber die philosophische Reflexion hat hier begonnen. Die Tragik, die also da mitschwang und lange das Verhältnis der Philosophie und des Buddhismus und überhaupt der Gesellschaft und des Buddhismus belastet haben, waren eben solche Grundirrtümer wie nichts als Anfang und Ende, dass der Buddhismus überhaupt so etwas wie ein Anfang und ein Ende lehrt, war ein Horror vor dieser Idee des Zyklischen, die Schopenhauer und Schopenhauerianer positiv gesehen haben, aber die bis heute sehr, sehr problematisch für viele war. Also Christoph Spitz hat vorhin gesagt, wir haben einmal gemeinsam genächtigt in einem Haus der Theosophischen Gesellschaft. Die Theosophische Gesellschaft, die so 1875 anfing, in Europa Buddhismus zu propagieren, zu sagen, das ist eigentlich die wahre Religion, die hatte so ein bisschen ein Problem mit diesen Zyklen. Und dann haben sie gesagt, diese Zyklen heißen ja, es entwickelt sich alles immer höher. Es ist linear. Es hat einmal angefangen. Und dann ist es ein langer Prozess und der geht immer weiter. Also man hat den Buddhismus in europäische Denkmuster dann wieder in dieser Anfang-Endschiene in die Lineare gedrückt. Ja, all diese Dinge haben fortgewirkt und wirken zum Teil immer noch fort. Und fatal waren eben auch solche Dinge, dass Nietzsche, der den Buddhismus nun in seinen Werken sehr positiv wertet, als eine antichristliche Maßnahme sozusagen, die man in Europa setzen kann, auch dem Verständnis letztlich nicht zuträglich war. Es war also am Anfang irgendwo eine schlechte Vorlage. Andererseits kann man natürlich sagen, im extremen Aufeinanderprallen von Dingen, und es liegen ja immer Plus und Minus nah beieinander, im extremen Aufeinanderprallen von Dingen können natürlich ja Unterschiede auch ziemlich klar werden, die dann für den Einzelnen, der hier geprägt ist von unserer Kultur und sich mit Buddhismus beschäftigt, Knackpunkte werden. Leerheit. Okay, es geht nicht um ein Nichts, aber ja, Anfang und Ende. Ich höre nicht auf, in Anfang und Ende zu denken, wenn ich als Buddhist, wenn ich jetzt sage, jetzt bin ich Buddhist und nehme die dreifache Zuflucht, bin ich dann wirklich in diesem Weltbild der Zyklenhaftigkeit. Da sträubt sich mir als Europäer da einiges dagegen. Also es sind die Dinge, die da anklingen und ja, die so aus Angst zum Teil anklangen, der Horror, der Leerheit. Natürlich Sachen, die auf buddhistische Inhalte hinweisen, die wohl reflektiert werden können. Sie haben klügere als Leute, die heute zum Buddhismus, nicht alle, sie haben, die waren ja nicht die dümmsten Herrschaften, die wir erwähnt haben vorhin, sie haben klügere sich daran gestoßen und sie nicht recht einordnen können. Und all das schwingt natürlich bis heute weiter mit. Ich mache jetzt hier mal einen Punkt, weil sonst stimmt es nicht, dass ich gesagt habe, wir können noch Fragen erörtern oder über Dinge sprechen, die ich nicht gesagt habe. Ich mache hier mal einen Punkt und übergebe an Sie. Ich würde gerne anknüpfen an Nietzsche.
Nietzsche hat ja diesen, ich weiß nicht, ob er das aus dem Buddhismus übernommen hat, diesen zyklischen Begriff, aber er hat ja die ewige Wiederkehr des Gleichen propagiert. Das ist dann ja im Prinzip so eine Art Zyklus mit negativen Vorzeichen. Und mich würde dabei interessieren, wie ist überhaupt, also ich denke, es ist ziemlich schwierig, in die westliche Dialektik diesen zyklischen Begriff einzubauen, anders als ihn mit negativen Vorzeichen einzubauen. Also das würde mich interessieren, wenn Sie da vielleicht noch ein bisschen mehr zu sagen könnten. Also gleich vorweg, Nietzsche hat es nicht aus dem Buddhismus. Das sind verschiedene andere westliche Quellen, naturwissenschaftliche Gedanken, Dinge, die er in der griechischen Philosophie fand, wahrscheinlich die prägenden Momente gewesen. Buddhistisches war es nicht, aber was interessant ist, dass das eigentlich vom Buddha Europas, wie Nietzsche sich bezeichnet, wie so ein Spiegelbild des buddhistische Ideen ist, die dann wiederum sehr buddhistisch werden. Klingt jetzt sehr kryptisch, was ich gesagt habe, braucht jetzt ein paar Sätze. Für die keine Nietzsche-Kenner sind, auch wieder unstatthaft kurz, das, worum es geht. Nietzsche, das stilisierte, als wäre es quasi ein Erleuchtungserlebnis, das ihm kommt, ist irgendwann überzeugt von der, wie er es nennt, ewigen Wiederkehr des Gleichen. Hat da so einen Moment, da sieht er eine Spinne an der Wand und andere Dinge und sagt, das wird immer wieder kommen. Ich bin dazu verdammt, immer wieder dieses Leben zu leben, das ich gelebt habe. Ich werde es wiederholen. Genauso, wie ich es jetzt gelebt habe. So wie jedem alles immer wieder widerfahren wird, was einmal gewesen ist. Es wiederholt sich alles endlos. Klingt jetzt mal so auf den ersten Hörer irgendwie ein bisschen buddhistisch. Obwohl man im Buddhismus sagen würde, nichts wiederholt sich ganz genauso. Das klingt mal ein bisschen buddhistisch. Dieser schreckliche Samsara, in dem ich hier bin. Und da wiederholt sich alles. Im Buddhismus jetzt der Schluss. Gut, ich muss frei werden davon. Ich muss frei werden vom Zwang, wiedergeboren zu werden. Nietzsche schließt etwas völlig anderes draus. Etwas, was er Amor Fati, also Amor Fati, die Liebe zum Schicksal nennt. Ich muss Ja sagen dazu. Zitat Nietzsche, ich muss ein großer Ja-Sager werden. Ein Mensch, und das ist dann dieser berühmte Übermensch auch, was von dem Nietzsche spricht. Ein Mensch wird wirklich Mensch oder wird quasi zum Übermenschen, der Ja sagen kann dazu. Er sagt Ja zu diesem Leben, zu allen Leiden, die ihm widerfahren. Und er sagt Ja, letztlich dann dieses große Ja-Sagen wäre, auch wenn sich das alles endlos wiederholt und mir immer wieder das Gleiche passiert, ich immer wieder hier sitze vor Ihnen und Ihnen sage, ein schrecklicher Gedanke, vor Ihnen zu sitzen, aber insgesamt ein schrecklicher Gedanke, immer wieder in den gleichen Worten das Gleiche, Leben auf Leben auf Leben. Nein, man muss ein großer Ja-Sager werden. In dem Moment ist man frei. Egal, ob man ein Herr oder ein Sklave ist oder was immer man ist, dieser große Ja-Sager. Und ist das buddhistisch kompatibel oder ist es buddhistisch nicht kompatibel? Oder geht es vielleicht sogar ein bisschen in den Buddhismus hinein, kann man sagen? Kommt dann bei Nietzsche trotz allem Grässlichen, was aus buddhistischer Perspektive auch bei ihm da ist, so was wie ein Bodhisattva-Gedanke irgendwie hinein. Da sagt jemand Ja zum Samsara und zur ewigen Wiederkehr. Es gibt in Japan buddhistische Philosophen, buddhistische Denker, die das genau so sehen. Also sagen, Nietzsche war eigentlich in dem Stadium, wenn er dann sagt, ich werde zum großen Ja-Sager und so weiter, aus buddhistischer Perspektive ist ein tief religiöser Mensch oder sogar ein erwachter Mensch. Es gibt sogar im Deutschen
wenn Sie sich für Yin-Shun Buddhismus interessieren, Ryogi Okochi. Okochi heißt der Autor. Das Buch heißt, kleines Büchlein, Wie man wird, was man ist. Wie man wird, was man ist. Und da geht es im Wesentlichen um diese Fragen. Nietzsche und die ewige Wiederkehr desgleichen. Und ist das nicht, ist da nicht ein Westler wirklich zum Buddhismus durchgebrochen? Also aus japanischer Perspektive kann man das so sehen. Ich würde ihm jetzt nicht in letzter Konsequenz folgen, weil die ganzen Ideen mit Sklavenmoral und ähnlichen Dingen haben dann doch nicht unbedingt was mit der Bodhisattva-Ethik zu tun, aber es gibt schon Berührungspunkte da. Ich weiß nicht, ob das irgendwie in die Richtung ging, die Ihre Frage betraf. Ich habe sie so aufgefasst, Ihre Frage. Ja, also ich finde die Geschichte, die Sie erzählt haben, ist ein grandioses Lehrstück dafür, wie ein vorgefasstes Denkraster halt das bestimmt, wie man sich aus Einzelteilen, die man wahrnimmt, die Welt zusammensetzt, dass das mehr über die Denker sagt, als über das Objekt. Ne? Vielleicht sogar, also auch bei, das ist ja sehr interessant, also eine buddhistische Nietzsche-Rezeption, das kommt mir genau spielbildlich vor. Ja. Ja. Was mir so auffiel, ist, also wie vieles von dem, was Sie über die westlichen Denker gesagt haben, mir neu war und wie sehr eigentlich ein Leibniz oder Hegel auch für uns heute, für uns Westler heute, eine fremde Kultur ist. Also die Frage ist dann jetzt die Frage nach dem nächsten Schritt in dieser Geschichte. Also seit Nietzsche hat sich auch das westliche Denken aus seinen Eigengesetzlichkeiten nochmal sehr, sehr revolutioniert. Und die heutige Buddhismuswahrnehmung, die speist die sich aus einem neuen Motiv, das ganz ausgekommen ist, aber vielleicht aus der Erosion der christlichen Überzeugungen. Haben Sie irgendwelche andeutungsweise Ideen, wie das nächste Kapitel der Geschichte aussehen könnte? Also die Geschichte ließ sich so hübsch als Geschichte erzählen bis zu Nietzsche. Jetzt klappen wir in eine Zeit hinein, wo wir nicht mehr so eindeutige Urteile haben. Die Geschichte mit dem Nichts und dem Anfang und Ende wird sehr stark relativiert und wir haben in der Philosophie unterschiedlichste Wertungen auf den Buddhismus. Aber ein Motiv zum Beispiel, was bei denen, die ihm positiv, dem Buddhismus positiv gegenüberstanden, ein Motiv, was dann hineinkommt und was irgendwie bis heute bei vielen Denkern unausrottbar drin ist, ist die Idee, da schwingt auch ein bisschen Nietzsche nach, so der Buddhismus als ein geeignetes Antichristentum und das Christentum als wissenschaftsfeindlich. So ein Grundmotiv, der Buddhismus ist naturwissenschaftskonform. Der Buddhismus ist nichts, was nicht im Einklang stehen kann mit wissenschaftlichen Erkenntnissen. Und das beginnt dann so in der Zeit nach Nietzsche, dass Leute, die dem Buddhismus positiv gegenüberstanden, oft also auch dann Leute, die sich als Buddhisten verstanden und als solche dachten, immer so in Einklang gesetzt haben, Buddhismus und die gerade up-to-date naturwissenschaftliche Erkenntnis. Das ist natürlich fatal. Ne? Buddhismus war dann plötzlich im 19. Jahrhundert ganz im Einklang mit der mechanistischen Physik. Ja, Karma, Ursache und Wirkung, und das Ganze können wir auch in der mechanistischen Physik feststellen. Der Buddhismus war ganz im Einklang für die, die es so gesehen haben und hat darauf reflektiert und Stellen gesucht mit den Erkenntnissen der Astrophysik. Ha, ja. Geht so um die Idee, die Welt ballt sich auseinander aus einem Punkt und dann irgendwann geht sie wieder zusammen. Und dann kam die wunderbare Urknalltheorie und man sagte, ja, das sagt ja schon der Buddha, die Welt. Und dann die Urknalltheoretiker sagten mir dann irgendwann, das Universum, klar, eine Explosion ist, es verlangsamt sich dann irgendwie und dann stoppt es und dann ballt es sich wieder zusammen. Der Buddha hat gewusst, wie das läuft. Also
Astrophysik war dann auch mit Buddhismus konform. Leider mittlerweile wissen wir, dass die Ausdehnung geht immer schneller voran. Also, wirst du. Nein, was ich sage, geht ganz um den Einzelpunkt. Jetzt mittlerweile, dann kamen solche Dinge wie Capra, Tao Physics und so, dass östliche Philosophien kompatibel sind dann mit Quantenphysik und ich weiß nicht was. Es fällt keinem auf, dass der Buddhismus immer wieder, sicher fällt es manchen auf, aber dass der Buddhismus immer wieder zurechtgeschnitten wird von den Leuten, die sagen, er ist wissenschaftskonform auf das gerade gängige Wissenschaftsbild und das wandelt sich total. Ja, er ist konform mit der Quantenphysik, er ist konform mit der mechanistischen Physik. Also da sucht man auch nach irgendwelchen Punkten und da schwingt ein bisschen Nietzsche auch nach, wir überwinden mit dem Buddhismus das wissenschaftsfeindliche Christentum. Wie es weitergehen wird, sehr differenziert, weil mittlerweile bis zu Nietzsche gab es der Buddhismus mit einigen Grundaussagen. Mittlerweile sehen wir ganz klar, wie viele Buddhismen es gibt. Es gibt den Buddhismus, der sagt, du musst dich anstrengen für deine eigene Befreiung, jetzt rein im ethischen Bereich. Und dafür musst du eine bestimmte verwirklichte Ethik auch haben. Es gibt den Buddhismus, und das ist immerhin, ich glaube, die größte, zahlenmäßig größte Schule des japanischen Buddhismus, die sagt, das Gebote halten ist ganz, also Jodo Shinshu, das Gebote halten, wenn du das willst, ist was ganz Schlechtes, weil du dann dein Ego aufbaust. Du glaubst, du kommst durch deine eigene Kraft irgendwie weiter. Du musst, also, darfst weder dich sonderlich ethisch bemühen, noch meditieren. Meditieren ist ganz schlimm, weil dadurch glaubst du, du kannst aus eigener Kraft Befreiung finden. Befreien kann dich eigentlich nur der Buddha. Also, Das Spektrum innerhalb dessen, was aus dem ursprünglichen Buddhismus, den es mal gegeben haben mag, vor 2500 Jahren in Indien, sich entwickelt hat, ist mittlerweile so groß, dass je nachdem, wohin sich der einzelne Philosoph wendet, an welche einzelne buddhistische Richtung, unterschiedlichstes rauskommt. Also das, was also sehr, sehr hübsch ist, mittlerweile und Philosophen, die auch so aus der evangelischen Theologie herkommen, gehen sehr tief in diese japanische Richtung hinein. Also meditieren darfst du nicht. Bestimmte katholische theologische Richtungen haben es dann eher mit Dogen oder irgendwelchen Zen-Richtungen. Also das wird sich sehr, meines bescheidenen Erachtens, in der Zukunft immer mehr diversifizieren und auch dazu führen, dass der Buddhismus immer differenzierter wahrgenommen wird, weil es ist, muss die DBU hart arbeiten, dass man das irgendwie als eine Sache weiter wahrnimmt, aber es ist ja nicht einmal das Christentum eine Sache, auf der man eine Art der Philosophie aufbauen könnte. Das ist die ewige Wiederkehr des Gleichen. Nee, es ist eine neue Frage. Wo Sie Astrophysik angesprochen haben, was mich interessieren würde, die Astrophysik entwickelt sich ja jetzt auch schon in Bereiche, die schon an die Grenze zur Theologie kommen. Also wenn man jetzt, sage ich mal, die Wortwahl benutzt, sowas wie Gottesteilchen wird da gesucht. Sehen Sie Möglichkeiten, dass der Buddhismus da sinnvolle Entwicklungen bieten kann für die Wissenschaft? Oder glauben Sie eher, dass das eine Erfahrungslehre ist, die man klar trennen muss von der Wissenschaft? Das ist jetzt natürlich eine persönliche Glaubensfrage. Ich persönlich, das kannst du persönlich beantworten, ich persönlich halte es für problematisch, dieses Buddhismus und jeweiliger Stand der Naturwissenschaft Diskussion, weil, und das ist auch das, was man an den Motiven sieht, also wenn ich das so seit dem 19. Jahrhundert, was darüber geschrieben wird von pro-buddhistischen Denkern oder buddhistischen Denkern im Westen sehe, dann ist das meistens eine Apologetik. Der Buddhismus ist richtig, weil
er übereinstimmt mit dem, was gerade neuester Stand der Naturwissenschaft ist. Es ist also so eine Bestätigung, die man sucht. Rein persönlich glaube ich nicht, dass es im Anführungszeichen Buddhismus um diese Art der objektiven Bestätigung, geht. Es geht um Anführungszeichen subjektive Erfahrung und nicht darum, zwei Konzepte, letztlich ist das, was im buddhistischen Text steht, auch ein Konzept, und das will erfahren werden. Naturwissenschaftliche Geschichte ist ein Konzept, zwei Konzepte miteinander in Berührung zu, in Verbindung zu bringen. Aber ich bin überzeugt davon, viele, viele Menschen, die den Buddhismus sehr ernst nehmen im Westen, ich gehöre auch zu ihnen, sind nicht wirklich im Anführungszeichen Buddhismus drin, sondern immer noch auf der Suche, sich das zu bestätigen, was sie da tun mit dem Buddhismus, anstatt ernst zu machen damit. Beispiel, ich bin ja österreichischer Staatsbürger, die österreichisch-buddhistische Religionsgesellschaft ist vor 30 Jahren vom Staat, von der Republik Österreich, ich komme jetzt ein bisschen aus der Philosophie raus, aber es geht um das Bestätigen, von der Republik Österreich als Religion anerkannt worden. Ich habe vor 30 Jahren schon, als die Diskussionen waren, gesagt, es ist schön, wenn das ist, aber man darf es nicht so ernst nehmen. Es ist ja eigentlich traurig, wenn die 2500-jährige Weltreligion des Buddhismus jetzt 1900 irgendwas 80 von der seit 1918 bestehenden Republik Österreich anerkannt wird. Aber, es ist die Hauptattraktion des Buddhismus in Österreich. Es gibt jetzt also große Feiern zum 30-jährigen staatlichen Anerkennen. Und ja, das ist schön, das kann man auch machen, aber es ist für mich sind diese Dinge der Buddhismus ist doch naturwissenschaftskonform. Es ist ein Bestätigungssuchen in Rastern und Modellen, in denen man sich bewegt. Ja, wenn der Staat sagt, es ist was wert, wenn die Naturwissenschaft sagt, es ist richtig. Man sucht irgendwelche Autoritäten außen, statt irgendwie zu versuchen, selber zu erleben, ob das richtig ist oder nicht. Und ja, irgendwie so. Ja. Würde ich persönlich meinen. Das ist aber rein persönlich. Es hat ja im 20. Jahrhundert doch eine Menge Entwicklung gegeben, auch des gegenseitigen Kennenlernens. Und zum Beispiel so wirklich bedeutende Leute wie Wilhelm Gundert, vor denen man sich doch eigentlich nur verneigen kann, dass die Übersetzer des Bienlob und Kommentator auch. Und umgekehrt haben östliche Denker die westliche Philosophie und deren Kritik am Buddhismus doch unglaublich präzise verstanden und zusammengefasst. Mir fällt ja vor allem natürlich Suzuki ein, Daisetsu Taitaro, der zum Teil mit wenigen Strichen wirklich treffende Charakterisierungen bietet. Aber gleichzeitig, der Buddhismus muss sich ja auch mit der Realgeschichte auseinandersetzen, mit dem, was den Leuten wirklich passiert, nicht nur mit der Geistesgeschichte. Waren die Leute aus dem traditionell buddhistischen Raum bis heute doch von einer erstaunlichen Kritiklosigkeit gegenüber Realentwicklungen wie etwa dem Kapitalismus oder den heute mit den zwei konkurrierenden Kapitalismen, dem westlichen und dem asiatischen. Und Kapitalismus, dem geht ja auch eine Geistesgeschichte voraus. Es ist ja nicht Zufall, dass es sich in Europa entwickelt hat und nicht schon lange vorher, zum Beispiel in Asien. Und da ist doch der Buddhismus eigentlich, oder was ich von buddhistischen Theoretikern jedenfalls weiß, überraschend zurückhaltend. Können Sie dazu was sagen, vielleicht auch vor dem Hintergrund Ihrer Japan-Erfahrung? Ja, das sind wir in einem ganz anderen Thema zwar drin, aber ich kann versuchen, irgendwas dazu zu sagen. Eine Schwierigkeit ist einmal die Sache mit den vielen Buddhismen, die wir haben. Also wenn ich spreche Japan an, wenn ich nach Japan gehe, haben wir dort sehr unterschiedliche Herangehensweisen, was viele buddhistische Schulen in Japan, ich glaube, Japan ist das einzige
Land, in dem der Buddhismus lebt, in dem ein solches Spektrum an Schulen ist und dem vom ältesten Buddhismus bis zu irgendwelchen relativ späten Entwicklungen oder vom ältesten natürlich nicht, vom älteren Dinge da sind und unterschiedliche Schulen haben ein sehr unterschiedliches Herangehen. Deswegen gibt es da auch die buddhistische Art und Weise nicht. Als der Buddhismus nach Japan gekommen ist, war das eine politische Sache, wurde diskutiert im Adel und am Kaiserhof, sollen wir diese Sache, die sich da bewährt in Korea und am chinesischen Festland, wo es Klöster gibt, wo man lesen und schreiben lernen kann und solche Dinge, sollen wir das übernehmen? Man hat gesagt, ja, wir übernehmen es. Und in der Anfangsphase war der Buddhismus in Japan so ein Amtsflügel des Staates. Alle Mönchsordinationen mussten vom Staat erlaubt werden und der Staat hat diesen Buddhismus als Institution gewollt. Was den Staat gestört hat, hat er verboten. War in Japan in der Anfangsphase zum Beispiel verboten, die Lehre von Karma und Wiedergeburt zu verbinden. Das galt als nicht der Gesellschaftsentwicklung zuträglich. Also man hat da einen eigenen Buddhismus gemacht, in dem Zentrales gar nicht mehr erwähnt wurde, wie das Karma. In späteren Phasen hat dann in der nächsten Phase im japanischen Mittelalter, wir sind dann so im 9., 10. Jahrhundert, hat man dann sehr stark reflektiert auf Mahayana, Bodhisattva-Gelöbnis und der Buddhismus sollte nicht jetzt so irgendwie eine Art Staatsamt sein, sondern die Bodhisattva-Idee soll rauskommen. Der Buddhismus soll Leute trainieren, die als Lehrer, als Helfer der Menschheit dienen können. Da war das so ein Leitgedanke. Und man hat es auch sehr stark politisch irgendwie reflektiert. Der Buddhismus, der sich engagiert in der Welt für Arme, für der Ungebildete belehrt, der Schulen unterhält. Nächste Entwicklung, die wir dann so im 12. Jahrhundert haben, entstehen ganz neue buddhistische Schulen, die sagen, die ganze Welt ist schlecht und übel und man muss raus aus der Welt und der Kreislauf der Wiedergeburten ist grässlich und es lohnt sich eigentlich gar nichts in dieser Welt. Geht nur darum, möglichst rasch durch Hinwendung zum Buddha oder irgendwelche anderen Praktiken Befreiung zu finden. Und diese Schulen, die da entstanden, wurden völlig unpolitisch. Völlig. Also reflektierten gar nicht mehr auf Gesellschaft. Kurz drauf entstand der sogenannte Nichiren-Buddhismus, nach dem Mönch Nichiren, der eine politische Gegenreaktion darauf war und sagte, der Buddhismus sollte eigentlich ja die gesamte Staatsordnung bestimmen und mit seinen Werten die Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung bestimmen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wenn wir in ein Land wie Japan gehen, es gibt den Buddhismus, die buddhistische Haltung zur Gesellschaft, die nicht. Es gibt viele, viele verschiedene. Alle sind wohl begründet in meterlangen Folianten und Kommentaren und sind alle wohl begründet. Und ja, es ist schwierig, wenn Sie machen wir Brechtsche Verfremdung und gehen ins Christentum hinein. Wenn Sie einem Zeugen Jehova und einem katholischen Befreiungstheologen, die beide ihre Hand auf die Bibel legen, die gleiche Frage nach Kapitalismuskritik oder ich weiß nicht was stellen, Sie werden so diametral entgegengesetzte Antworten erhalten. Ja, da habe ich jetzt auch nochmal eine Frage dazu. Und zwar der Max Weber, der hat ja damals den Zusammenhang versucht herzustellen zwischen Protestantismus und Kapitalismus. Hat der Max Weber eigentlich auch was über Buddhismus und Wirtschaftsform geschrieben oder hat er das überhaupt in irgendeine Beziehung gesetzt? Dann eine zweite Frage, es wird oft im Westen gesagt, ja, zeig mir mal bitte ein Land, das demokratisch ist und wo Buddhismus die Hauptreligion ist. Jetzt haben Sie gesagt, Japan, habe ich gesagt, ja gut, ist demokratisch. Und das dritte, beim Ollen Kant, der hat
ich glaube, die haben sich damals auch, die haben in einer ganz anderen Zeit ja noch gelebt. Die haben sich diese Fragen vielleicht so gar nicht gestellt. Der hat sich zwar auch die Frage nach Moral gestellt, der hat ja ein ganzes Buch darüber geschrieben, über die praktische Vernunft, was soll ich denn tun? Ist da irgendwie, obwohl er davon ja eigentlich gar nichts wusste vom Buddhismus, ich glaube, gab auch die Literatur alles damals noch gar nicht, sind da so gewisse Ähnlichkeiten zu sehen in der Philosophie? Ja, das war es eigentlich auch schon. Ja, drei abendfüllende Themen. Abendfüllend deswegen, weil Max Weber tatsächlich relativ viel auch nachgedacht hat über Buddhismus und Wirtschaftsformen. Da gehe ich nun nicht tiefer hinein, weil das wirklich ein sehr abendfüllendes Thema ist, was viel voraussetzt. Aber Weber war, so nur ein kleines anekdotisches Beispiel, Weber war sehr stark ein Kind seiner Zeit. Für Weber ist der Buddhismus eine, wie nennt er das? Eine, ja, ich habe das Zitat jetzt nicht wörtlich vor mir, es ist ungefähr so, dass er sagt, der Buddhismus ist eine bürgerliche intellektuellen Ideologie oder so etwas aus Oberschichten. Und das Anekdotische, er will das natürlich auch begründen, dass der Buddhismus eine Oberschichtsangelegenheit in Indien war. Und er begründet das damit, dass der Buddha im Vinaya, also in den Mönchsregeln, irgendwo verbietet, dass man schlürft beim Essen. Und das zieht Weber eine solche Übersetzung heran. Dieses Schlürfverbot, das es da und dort gibt, da geht es um Genuss, nicht, dass man soll das Essen jetzt nicht da. Ja, Max Weber in seiner Gelehrtenstube und in seiner Gelehrtenküche wurde natürlich nicht geschlürft, sieht da aus einer bürgerlichen Wohlanständigkeitsvorstellung seines Jahrhunderts in das Indien vor 2500 Jahren und sagt, ja, er sagt, man soll nicht schlürfen. Sagen wir, höhere Bürgertumsleute, unseren Kindern ja auch. Es ist also in vielen lesenswert, also Max Webers ist nicht allzu viel, also die kann man, lässt sich in relativ kurzer Zeit lesen, aber es ist im Film auch sehr fehlgeleitet von den Prämissen her. Aber wie gesagt, Weber hat sich mit dem buddhistischen Bereich und mit dem chinesischen Bereich beschäftigt. Sie hatten noch ganz andere riesige Komplexe. Was war denn der zweite? Das war jetzt Demokratie und Buddhismus. Dass da auch der Vorwurf kommt, dass in einem Land, wo ein Großteil der Leute eher dem buddhistischen Glauben zuneigen, es da keine Demokratie gibt oder dass es da Probleme gibt, dass ich unser Bild von parlamentarischer Demokratie oder von Menschenrechten so einfach gar nicht übersetzen lässt in diese Kultur. Also finden in den buddhistischen Quellen finden täte es sich noch eher als in den christlichen Quellen. Also in den christlichen Quellen, wo wir hier diese Entwicklung gemacht haben. Bei Jesus wüsste ich jetzt nicht. Also gibt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Das sind zwei getrennte Sphären. Ist ja dann auch, löst ja dann auch eine ewige Hackelei zwischen Papst und Kaiser aus in unserem Kulturkreis. Im Buddhismus fänden sich da noch eher Dinge. Also Gautama mahnt, wenn er über irgendwelche politischen Dinge spricht, zu regelmäßigen Ratsversammlungen und solche Dinge. Also da gibt es ganz erstaunliche, in den ältesten Quellenschichten schon ganz erstaunliche Dinge. Das wäre die Quellenfrage. Aber die andere Frage ist ja, warum ist es im sogenannten buddhistischen Kulturkreis oder in den buddhistischen Ländern so, wie es ist und warum gibt es dort keine Demokratien? Gehen wir ein paar Jahrzehnte zurück, gab es die im christlichen Kulturkreis auch noch nicht. Das ist ja eine relativ neue Entwicklung, auf die wir hier durch schwere Dinge gekommen sind. Japan ist heute demokratisch. In der Zeit, als Japan noch nicht so demokratisch war, wie wir waren, wir es hier auch nicht. Also warum sind die, ja, und viele andere Länder, in denen der Buddhismus war, die waren
ja, de facto oder de jure Kolonien, also in Birma, wo die Briten, ich glaube 1947 auch rausgegangen sind, dass die heute noch mehr Probleme haben als Großbritannien, die so lange drin waren. Ist ja eine ganz andere Geschichte, da konnte man sich nicht entwickeln in einer adäquaten Form, aber auch die wir es konnten, ohne Kolonialherren zu haben, haben so lange gerammelt, bis wir mal so weit waren. Das ist eigentlich kein Argument für nichts, die Mongolei, die so lange unter stalinistischer Kolonialgeschichte stand. Also. Ja, ich habe das deswegen, das war ein Spiegelartikel, wo sie sich damit auseinandergesetzt, und dann kann ich mich noch an diesen Satz erinnern von Marx da: Religion ist Opium fürs Volk. Das gilt aber nicht nur für den Buddhismus, sondern eben Christentum und so. Auf das hin hat das gesagt. Also das ist immer ganz wichtig. Marx ging von diesen theistischen Religionen aus. Es gibt ja sehr viele, fällt mir jetzt dieser, wie heißt der, Pridipanamyong, aber es gibt auch in Thailand, in Kambodscha, es gibt sehr viele buddhistische Denker in Ländern des Theravada-Buddhismus, die marxistische Wirtschaftsvorstellungen und den Buddhismus als Träger von Religion, Kultur und so weiter als völlig kompatibel finden. Ich glaube, das ist in Laos sogar Staatsideologie. Ne? Wunderbare Arbeitsteilung, die buddhistischen Mönche machen die Schulen, die kommunistische Partei das Wirtschaftsministerium. Was rauskommt dabei, weiß ich nicht. Ich weiß, dass es von der Theorie her so funktionieren soll. Wie ist das in Bhutan? Die haben ihren lustigen König, der mal so zur Wahl, der einen Glückskoeffizienten hat. Und der mal irgendwann so zur Probe wählen ließ, wo es um nichts ging, aber das einmal zu simulieren, rot oder. Ich weiß nicht, bin ich zuständig für Bhutan? Aber Bhutan ist auch kein demokratisches Land, wenn das die Frage war. Nach unserem Muster. Jetzt sind wir aber nicht mehr bei den Philosophen. Nee. Ich habe eine Frage aus einer ganz anderen Richtung, und zwar mehr dem Buddhismus jetzt auch als vielleicht Religionsgeschichte irgendwie zu betrachten. Fällt ja auf, dass das Judentum sehr patriarchale Strukturen hat und die auch beibehält. Und bei der katholischen Kirche ist es ja auch so. Und im Islam im Grunde genommen irgendwie die auf ihren Regeln und Gesetzmäßigkeiten bestehen, die ja auch im Grunde genommen aus dem Mittelalter kommen. Und mich würde interessieren, ist der Buddhismus, kann man sagen, dass der irgendwie aus matriarchalen Gesellschaften kommt, oder gibt es da auch irgendwie Aussagen über die Stellung der Frau oder irgendwelche moralischen Gesetzmäßigkeiten, die eben sozusagen also auch staatliche Gesetze auswirken? Das ist aber ganz woanders. Aber ja. Ich kann ein paar Sätze dazu sagen, wenn es von allgemeinem Interesse ist. Ich werde es so knapp wie möglich machen. Der Buddhismus ist nicht in matriarchalen Strukturen entstanden, sondern ja, die Strukturen waren denen sonst irgendwo auf der Erde nicht unähnlich, wo Religionen entstanden sind. Und das reflektieren natürlich diese frühen Schriften. Und was wir aber sehen können, und das macht den Buddhismus interessant, ein bisschen was die Frage angeht, dass sich der Stifter des Buddhismus, Gautama, sehr wohl dieses Problems bewusst war, dass da das Umfeld etwas verlangt, das im Grunde nicht haltbar oder richtig ist. Also kleines Beispiel nur, die älteste Schilderung, die wir haben über die Gründung des buddhistischen Nonnenordens. Es gab ursprünglich nur Mönche, die mit dem Buddha gezogen sind, der wollte keine Nonnen. Frauen wollte er nicht. Entlaufene Militärs wollte er nicht, kriegt er Ärger mit der Staatsmacht, mit der entlaufene Frauen nimmt, kriegt der Ärger mit Familien, Schuldner, die weglaufen, ihren Gläubigern hat er nicht aufgenommen. Also gab es eine ganze Liste, was nicht genommen wurde.
irgendwann will eine Frau die Ordination haben, ausgerechnet auch seine Stiefmutter überliefert wird, die also ihn aufgezogen hat, seine Mutter ist ja gestorben gewesen bei der Geburt. Die will, und Gautama weist sie zurück. Keine Frauen in dieser Funktion als buddhistische Nonne gibt es nicht. Und er weist sie wiederholt zurück, und dann kommt Gautamas Schüler Ananda. Und er fragt ihn, können denn Frauen, wenn sie das machen, dasselbe machen wie Männer, dasselbe erreichen und so? Ja, sagt Gautama. Kommen noch einige andere Fragen, bei denen rauskommt, es gibt keinen Unterschied. Also es ist eine reine gesellschaftliche Konvention. Dann sagt Ananda dem Buddha, ja dann mach's doch für die Frau, die dich an der Brust genährt hat und so, also die seine Mutter gestorben war. Und dann geschieht das. Ja. Und da gibt es viele Beispiele in den frühen Texten auch, dass Gautama sagt, einer seiner Schülerinnen, Damadina, über die sagt er, diese Frau lehrt genauso, ich könnte es nicht besser. Ja, also solche Aussagen haben wir. Es ist also, da ist ein Bewusstsein da, wenn man die ältesten Quellen sich schon anschaut, dass es aus gesellschaftlicher Notwendigkeit irgendwie anders ist, als es eigentlich sein könnte. Weil im Grunde ist der Unterschied nicht da. Aber schleppen sich natürlich durch die Texte dann allerlei Dinge, die Gesellschaftsordnungen zementieren. Und die Tragik ist bei Religionen, ist die großartige Sache, und die Tragik gleichzeitig, dass sie Quellen haben, die heilige Texte sind, und da steht's. Und wenn man da jetzt herumradiert und sagt, naja, das war zeitbedingt, und ja, dann kann jeder alles rausradieren und am Ende ist nichts mehr da, sei es das hier oder sei es die Bibel oder was auch immer. Auf der anderen Seite schleppt man dann aber Dinge mit, die auch wieder problematisch sind, aber man kann dann ewig streiten, was die problematischen Punkte sind. Also aber das nur kurz zu dieser Frauengeschichte. Ich hätte vielleicht auch noch eine Frage. Es scheint doch so, dass, entschuldige, dass es so lang dauert, wir deine Geduld so in Anspruch nehmen. Das ist doch auch eine buddhistische Übung. Es scheint doch, dass es sehr jede Epoche, Kultur, unterschiedliche Menschen und so weiter rezipieren den Buddhismus auf ihre jeweilige Weise mit den Begriffen, mit den Ideen, die sie entweder schon kennen, vielleicht auch bestätigen wollen oder vielleicht auch überkommenen Ideen, denen sie fliehen wollen und deshalb den Buddhismus als die Heilsbotschaft sehen, in der alles anders ist als das, was sie bisher schon kennen. Die Frage ist denn, erstmal überhaupt, ist es denn möglich, sozusagen irgendwie zu einem Kern dieser Lehre vorzustoßen? Indem man sich von diesen vorgefassten Begriffen, Ideen und so weiter, Urteilen auch frei macht? Und wie könnte das geschehen? Welchen Rat könntest du uns vielleicht auch aus deiner eigenen Lebenserfahrung und deiner eigenen Auseinandersetzung mit dem Buddhismus dazu abschließend geben, mit auf den Weg geben? Da wir ja einen philosophischen Abend haben, dass es um den Buddha und die Philosophen geht, ich denke, dass jetzt ungeachtet der Frage Demokratie oder hat der Buddhismus Aussagen zum Kapitalismus und zu hier und zu da und zu dort, man geht dann von Konzepten aus, dass man all die verschiedenen buddhistischen Richtungen, sogar die sehr divergierenden japanischen Richtungen, die ich genannt habe, doch zurückführen kann und dass sich das erhalten hat in allen diesen Richtungen, einige zentrale Punkte, die davor vor 2500 Jahren auch schon die zentralen und die Menschen schockierenden Punkte gewesen sein dürften. Und wenn man das philosophisch, jetzt vom Philosophischen herkommt, man könnte auch mehr vom in Anführungszeichen mythischen oder anderem kommen, wenn man vom Philosophischen herkommt, denke ich, dass es da um die zentralen Punkte geht, die zu bezeichnen wären mit Anatman, nicht Substantialität, bedingtes Entstehen, Pratitya Samuppada,
beides hängt zusammen mit der Leerheit, von der wir gesprochen haben. Und meines Erachtens geht es darum, wenn man in Anführungszeichen Buddhismus verstehen will, immer darum, diese ganz zentralen philosophischen Dinge ja nicht nur zu verstehen, auch irgendwie zu erleben. Ich bin bedingtes Entstehen, bin nichts Substanzielles. Dann lösen sich sehr viele subjektiv für einen, nicht in der Gesellschaft, aber lösen sich sehr viele Dinge für einen selber. Man weiß dann, wie man zum Kapitalismus steht. Oder man weiß immer zu anderen äußeren Dingen auf seine Weise zu stehen hat. Meines Erachtens, wieder eine persönliche Sache, geht es darum, eigentlich allen Buddhismen im Zentralen, wenn man es philosophisch oder ethisch oder als Forderung an sich sieht. Das Problem sind immer die Institutionen. Die haben natürlich Interesse, bestimmte politische Systeme zu stützen oder zu kippen. Und da geht es dann plötzlich um ganz andere Dinge. 30 Jahre staatliche Anerkennung des Buddhismus als einer verfassten Sache mit Konzenten oder solche Sachen. Also ich glaube, das ist jetzt keine Kritik, wirklich nicht an irgendwelchen Leuten, die engagierten Buddhismus betreiben und sagen, als Buddhisten, das werden sie ja wahrscheinlich tun, aus diesem Inneren sich auseinandersetzen mit bedingtem Entstehen und Abatmen. Aber meines Erachtens sind diese ganz zentralen Punkte als Reibungspunkte für einen wichtig. Das relativiert dann auch viel so im Organisatorischen, weil das geht dann oft weit weg. Ist auch keine Kritik hier in der Institution, aber ist ja auch eine Institution, aber sobald man Buddhismus institutionalisiert als Buddhismus, ja, dann muss man irgendwelche Gebäude unterhalten, man muss irgendwelche Mitarbeiter unterhalten, es entstehen Interessen und hier und da. Oft werden diese ganz zentralen Dinge vergessen. Gautama, der Buddha, nach den ältesten Mönchsregeln, also archäologisch ältesten oder philologisch ältest erkennbaren Regeln, hat zum Beispiel seinen Schülern gesagt, die dürfen nicht sesshaft sein. Also das, was wir heute so mit Buddhismus in Verbindung bringen, als was ganz Selbstverständliches, das buddhistische Kloster, war vom Stifter her nicht vorgesehen. 6 Wochen während Regenzeit irgendwo kann man sich unterstellen. Ansonsten immer unterwegs sein, im Buch Anuttara Nikaya können wir auch nachlesen, warum. Da heißt es, wer an einem Ort verweilt, an einem Ort lebt, ja, der baut Abhängigkeiten auf zu anderen und der baut dies und das und jenes und da geht es eben nicht mehr mit diesem Anatmen und mit anderen Dingen, mit der versteifen sich Sachen. Ich glaube, dass sich Dinge entwickeln müssen. Also ich halte jetzt das buddhistische Kloster, ich bin kein Fundi, der jetzt sagt, es soll keine Institutionen geben. Es ist nur, ja, es wird oft bei dem, was Buddhismus ist und Buddhismus heißt, noch ganz weit von dem Thema mit den Philosophen weg, aber das waren Ihre Fragen, Sie sind da schuld. Es wird oft meines Erachtens werden andere Dinge wichtig als die zentralen Dinge, wie es geht. So. Ich habe auch noch eine Frage. Ja. Ich hätte aber jetzt wirklich nur noch eine Frage, wirklich zu den Philosophen, die er genannt hat. Vielleicht eine kurze Frage, wirklich eine kurze Frage, nicht drei Fragen. Welcher von den Philosophen, die Sie jetzt genannt haben, ist denn Ihrer Meinung nach der buddhistischste? Also wo man sagen kann, wenn man den liest, ist es nicht völlig diametral zu dem, was im Buddhismus so steht? Angesichts der vielen Buddhismen ein bisschen eine schwierige Frage, aber wenn man einfach wirklich zu simpel und wirklich von mir aus zu simpel gesagt, aber wenn man jetzt so von Konzepten hervorgeht, die Monadenlehre von Leibniz macht es vielleicht ein bisschen problematisch, sich mit dem bedingten Entstehen anzufreunden. Bei Kant ist es anders. Da können wir vielleicht sogar in der Ethik und anderen Dingen Berührungspunkte finden.
gibt da auch Literatur und Dinge drüber, ich gehe jetzt nicht weit ins Detail. Sogar bei Hegel, der den Buddhismus so abgelehnt hat, lässt sich manche Parallelen finden, die wir in der buddhistischen Yogacara-Philosophie etwa haben. Ließen sich bestimmte Berührungspunkte finden. Bei Nietzsche haben wir schon gesagt, gibt es Japaner, die da sehr viel enge Berührung finden. Gibt es eine buddhistische Nietzsche-Rezeption in Japan? Also ganz klar. Ich glaube, das war die einzige Frage, die es gab. Hast du aber den Schopenhauer ganz ausgenommen? Ja, bei Schopenhauer ist die Sache klar, der sich selber als Buddha ist bezeichnet und ich nehme ihn in seiner Selbstbezeichnung ernst. Also jetzt buddhistische Fundamentalisten würden sagen, er sieht manches falsch. Klar sieht er das auf der Quellenlage, aber in vielem war er doch am Ball. Ja? Also dass er den Willen dann als etwas Substanzielles irgendwo sieht, macht die Sache ein bisschen problematisch. Aber er ist natürlich der buddhistischste von allen, er nennt sich ja auch so. Also müssen wir nicht einzeln ziehen dafür. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, im Namen aller kann ich mich ganz herzlich bei dir bedanken für diesen sehr interessanten Vortrag, für die vielen Verbindungen, die du aufgezeigt hast, in diesem Überblick. Und ich denke, das ist viel Stoff auch für uns weiter, uns mit diesen Fragen zu beschäftigen, auch über unser eigenes Verständnis zum Buddhismus nachzudenken, vielleicht auch über unser eigenes Verhältnis zu unserer eigenen Kultur und Philosophie im Westen nachzudenken. Ich möchte am Ende noch darauf hinweisen, das hatte ich vorhin vergessen, dass es eine sehr interessante Website von Volker Zotz gibt, auch mit vielen Materialien, mit vielen Denkanstößen. Und dass er auch Kurse anbietet zum Buddhismus als Fernstudium. Da ich nicht mehr Geschäftsführer des Tibetischen Zentrums bin, darf ich das jetzt sagen, ohne in Interessenkonflikte zu geraten. Ich biete Sie nicht persönlich an eine Institution, bietet Sie an, aber ich bin maßgebend als Autor von solchen Dingen beteiligt. Super, ja, sehr schön. Also auf seiner Website findet ihr mehr dazu und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir diesen Kontakt, diesen Austausch in irgendeiner Weise auch fortführen können. Wir bieten ja auch in unserem Studium Webinare an denen man auch aus der Ferne teilnehmen kann und vielleicht können wir dich da mal auch für einen solchen Abend als Referenten, als Vortragenden gewinnen. Du musst ja nicht extra herkommen. Dass du heute Abend hergekommen bist, dass wir also dir und deiner Frau, dass ihr zusammen gekommen seid. Vielen, vielen Dank. Und es freut mich, dass wir uns nach so langer Zeit nochmal wieder gesehen haben und hoffe, dass es dann nicht nochmal so lange dauert. Bis zum nächsten Mal. Im nächsten Leben.